Aber hier fehlt noch was. Unvollständig. Gut, aber kann ich hier nicht irgendwas mitnehmen? Sieht nicht so aus. Hier hinten. Das folgende Schloss lässt sich bestimmt zerschlagen. Gut, dann machen wir das gleich mal. Ein Wimmelbild. Hier ist eine Säge. Ein Rasenmäher. Sieht aus wie ein Besen, das gute Ding, ja. Sieht aus wie so eine Gartenschere, Heckenschere. Nee, Gartenschere. Was war das? Keine Ahnung. Eine Schaufel. Oder, nee, das war so ein komisches Kehrding. Da, wo man das reinkehrt mit dem Besen. Dann eine Schaufel. Was soll das jetzt sein? Gute Frage, nächste Frage. Das da, ja. Ein Hobel. Dann eine Schubkarre. Wo steht die denn? Gute Frage. Sehe ich nicht. Und was ist das? Oh, was ist das? Ein Vorschlaghammer? Warum sehe ich jetzt hier wieder nichts? Da. Das Ding hängt nicht da, dachte ich jedenfalls, dass es das wäre. Seit wann steht... Ach so. Sieht nur so aus. Komisch, warum sehe ich denn da? Das Ding ist da. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, jetzt fehlt mir nur noch... Nee, da nicht. Da, Maßband. Und jetzt sind noch die... Da, oh Gott, ey, man kann auch manchmal echt alle Sachen hier übersehen. Das könnte nützlich sein. Kanaldeckelöffner. Ah, sehr schön. Guck mal, was wir hier haben. Oh. Eine defekte Telefonleitung. Deswegen funktioniert also die Telefonzelle nicht. Imbusschlüssel. Damit können wir aber bestimmt zur Telefonzelle... Braucht ein klein wenig Hilfe vom Hammer. Gut, haben wir drin Klebeband, Isolierband. Jemand wollte diesen Knopf als Münze verwenden. Ich kann sie nicht per Hand herausziehen. Aber damit. Klingelknopf, sehr schön. Dann wollen wir mal klingeln. Hallo. So that's why I haven't been getting customers. Gosh, thanks for fixing it. Deswegen kommen also keine Kunden. Danke, dass du sie repariert hast. Hm? Sure, go ahead and look around. I've been making our town's legend of the oak cake. They say some legendary queen is trapped in an oak tree. Wonder if that's true. Hm? Klar, sieh dich gerne um. Ich backe einen Kuchen in Form der Legende des Eichenbaums. Man sagt, dass seine sagenhafte Königin in einer Eiche gefangen ist. Ob das wohl stimmt? Wir dürfen uns umgucken und uns ein paar und uns ein paar Kuchen aussuchen. Und jetzt will ich den da anklicken und ich darf aber nicht. Hä? Teufel. Gott, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, okay, ich kann die Preisschilder verschieben. Aber... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Weil irgendwie... Ich hole mir mal kurz einen Tipp. Ja, nee, echt? Wähle die Backwaren in der Inventarliste aus und stelle sie... Ach, peinlich. Ja, sorry, Leute. Warum kommt man denn noch nicht auf die Idee, hier unten zu klicken? Hallo? Das ist ja echt mal hohl. Einfach. Ja, das ist natürlich jetzt nicht schwer, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert. Oh Gott, da muss ich dafür mal auch noch einen Tipp holen, ey. So, und dann noch. Wo haben wir es da? Sehr schön. Hä? Ja, da hat ein Gasbrenner in der Theke liegen. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Und hier haben wir einen Knochen. Kauknochen. Neue Aufgabe, repariere den Lieferwagen. Ja, klar, aber erstmal kriegt er den Kauknochen. Was haben wir denn hier? Das Banner, das uns noch fehlte. Jetzt reparieren wir hier erstmal einen Gasbrenner. Das Brett. Ich habe die Stütze gelötet. Was muss ich sonst noch reparieren? Gar nichts. Und du? Das, oh, guck mal, wie die guckt, ey. Mir fehlt noch ein Stück Fleisch. Ah, hier. Bring noch mal ihr Fleisch zurück. You fixed and restocked my shelves? Oh, my shield? Sure, you can have it. Du hast meine Regale repariert und wieder aufgefüllt? Oh, meinen Schild? Klar, den kannst du gerne haben. Ach ja, ich möchte nur sagen, dass dein Fleisch auf dem Boden lag. Aber kannst du trotzdem gerne haben. Das könnte sich sein. Spielzeugschild. Und weg ist sie. Neue Aufgabe. Stelle das Ritterspielzeug her. Damit wir es ihm schenken können. Ja, machen wir das mal. Okay, das kommt hier oben hin. Da fehlt aber immer noch so ein... Hier ist das Schild. Und der ist noch kaputt. Theoretisch denke ich, das kann man ja nicht im Inventar machen. Hier kommen wir wahrscheinlich nur mit dem Schlüssel ran. Kann ich das irgendwie reparieren? Mit Isolierband? Das war diesmal das Handygeräusch von dem Spiel und nicht von mir. Mein Handy ist nämlich auf dem Flugmodus. Auf dem Flugmodus vor allen Dingen. Ich meine im Flugmodus. So, dann funktioniert es aber. Natürlich habe ich kein Kleingeld. Was natürlich extrem blöd ist. Vielleicht haue ich einfach mal drauf und knack das Ding. Dann kriege ich vielleicht irgendwie Geld daraus. Kleingeld. Ich habe auch nirgendwo Kleingeld gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hier noch irgendwas? Ah. Das ist zu weit weg. Ich komme nicht heran. Haben wir denn da überhaupt einen Schlüssel und noch irgendwas? Aber leider komme ich da nicht ran. Tja, das ist aber schade. Hol ich mir mal einen Tipp. Begib dich an diesen Ort dorthin gehen. Okay. Da komme ich mit dem Schlüssel rein. Ja, das ist schon mal klar. Habe ich irgendwas übersehen? Das Schwert muss repariert werden. Muss ich das etwa da hinpacken? Ach, da bin ich ja nie drauf gekommen. So, vertausche die Teile, um alle Ritter richtig zusammenzusetzen. Das Schaubild an der Wand zeigt dir die richtigen Sets an. Ui, schön. Ja, gehst du mal weg. So. So. Das ist ja nicht allzu schwer. Das muss dahin. Das dahin. Das Blaue ist da schon richtig.
Die beiden müssen noch vertauscht werden. Dann die Schwerter. So, das dahin. Der Griff dahin. Dann kommt hier die grüne Klinge hin mit dem lilanen Griff. Sehr schön. Dann kommt der lilane Griff, der grüne Griff mit dem lilanen Diamant dahin. Und als Klinge das gelbe. Dann das rote hier hin. Sehr schön, sehr schön. Was fehlt noch? Die Flaggen. Da, die kommt dahin. Und diese da. Die ist richtig. Und die beiden noch. Sehr schön. Ritter. Und den Ritter, den können wir jetzt ihm geben. I've always wanted the official genau, toy. Ja. Und der gibt uns bestimmt Kleingeld. How did you manage to find one? For me? Whoa. Oh, thank you. Here, take this coin for your troubles. Wie hast du einen gefunden? Der ist für mich? Vielen Dank. Hier hast du eine Münze für deine Mühen. Vielen Dank. Oh, eine Münze. Du bist ja so großzügig zu uns. Ja, Münze rein, schnell. Hello, Willow speaking. Oh, the castle? Well, you're in luck. I'm actually at the fountain now. Why don't we meet here? Ah, das ist eine richtig gute Telefonleitung. Hallo, Willow hier? Oh, das Schloss? Du hast Glück. Ich befinde mich gerade beim Springbrunnen. Sollen wir uns dort treffen? Ja, warum nicht? Dann gehen wir mal zum Springbrunnen. Hello. Hi. I'd be willing to show you around the castle, but I have to fix the fountain first. Maybe you could walk around town. Die Dame ist mir sofort sympathisch. Hallo, ich würde dir gerne das Schloss zeigen, aber ich muss zuerst den Springbrunnen reparieren. Vielleicht kannst du dich ein wenig in der Stadt umsehen. Klar, machen wir. Gucken wir mal, was müssen wir denn hier reparieren? Das Wasser ist abgestellt, aber womit kann ich es wieder anstellen? Mit dem Hammer. Mit dem Gasbrenner. Ausgetrocknet. Gute Frage. Gute Frage. Hier oben ist noch ein... was in den Ästen. Kann ich da irgendwie ran? Nein, Blödsinn. Hier noch irgendwas übersehen? Also mit dem Besen komme ich bestimmt. Aber hier ist nichts mehr. Ja, irgendwas hier übersehen. Sieht nicht so aus. Hier irgendwas übersehen. Hier irgendwas? Nee. Hier irgendwas? Ach komm. Okay, da muss ich mich hinbegeben. Okay, was fehlt mir hier? Die Schrift ist verblasst, ja. Was soll ich denn damit machen? Hier irgendwas übersehen? Hier unten? Ah! Ja, man sollte Sachen auch mal ein bisschen genauer untersuchen, nicht wahr, Niklas? Das wäre nicht schlecht, denn du müsstest auch nicht immer mit dir in der dritten Person reden. Halber Ziegel. Oh. Neue Aufgabe. Repariere den Springbrunnen und betritt das Schloss. Ja, was soll ich mit dem Ziegel machen? Den da hochwerfen? Tatsächlich. Obstpflücker. Mit dem Obstpflücker holen wir uns jetzt diese Sachen hier raus. Kerze und einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kommen wir in das Haus hier rein. Und landen in einem Wimmelbild. Stromkabel. Da? Ja. Kassettenrekorder, der steht da. Mehrfachsteckdose, die ist da. Ein Druckmesser. Ein Druckmesser. Ach, wie viel Druck da ist. Ach so. Oh, ups. Ein Tilrad. Hast du sehend aufgeklickt. Ein Druckmesser. Wo versteckt er sich? Da. Kühlschrankmagnet. Wo bist du? Zeig dich gefälligst. Oh, hier können wir reingucken. Was haben wir denn hier? Es war, keine Ahnung, Batterien waren das. Die Öllampe. Und noch irgendwas? Sicherung da. Gut, uns fehlt noch ein schöner Weihnachtsbaum.
Baum. Kühlschrankmagnet waren das. Ach so.